Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich bin die Miri und wir sind hier mit Geralt gerade mitten in Novigrad, wo wir einige Faustkämpfe bestreiten. Denn eigentlich versuche ich ja gerade so ein bisschen, ja, die letzten Quests in Novigrad zu erledigen, damit wir mal langsam nach Skellige aufbrechen können. Ja, und das nächste ist hier. Da werden wir jetzt erstmal hingehen. Wir haben eigentlich noch so eine andere Quest mit Hattori, die sich etwas hinzieht, aber da geht's erst abends weiter und naja, da werden wir einfach mal schauen, wie wir da weiterkommen. Ja. Können wir ja vorher noch ein paar andere Sachen machen, ne? Ach, wäre mein Mann doch so mutig wie du. Dieser Nathaniel war immer merkwürdig. So. Hier ist wieder das Rosmarin und Thymian, das kennen wir ja. Müsste auch noch mal ein bisschen was verkaufen. Aus welchem Dorf kommst du? Weiden. Ultimerien. Der Mutant hat gerade noch gefehlt. Hier ist doch, glaube ich, ein Händler, oder? Auf dem Platz. War das nicht so? Ja. Lass uns den mal schauen, anschauen. Kaufmann. Die besten Vorräte in ganz... Nicht drängeln. Sehr gut. Manieren haben immer vor. Oh. Ach so, Gwind. Habe ich mit dem schon mal Gwind gespielt? Zeig doch mal. Beziehungsweise habe ich mit ihm gegen den gewonnen. Das sieht gar nicht mal so aus, ne? Hier. Wie ist denn das hier sortiert? Können wir das irgendwie nach Typ sortieren? Ja, ist ein bisschen besser. Also, wir verkaufen ihm mal den Kandelaber und diesen ganzen anderen Plunder. Hat der irgendwas Interessantes? Ach, diverse Diamant und Geschichten. Alraunenlikör ist immer gut. Est brauchen wir, glaube ich, nicht. Gut, dann würde ich vielleicht noch mal eine Runde Gwind mit ihm versuchen. Hast du Lust auf eine Partie Gwind? Ich glaube nämlich nicht, dass wir gegen den schon gewonnen haben, weil ich schon lange nicht mehr hier war. So, was haben wir denn so an neuen Karten? Hier haben wir eine Verbrennenkarte. Achso. Ja. Oh ja. Die neuen Karten hier. Muss ich mal noch in die Decks reinmachen. Ist jetzt auch schon gar nicht mehr so schwach, die Scoia'tael-Deck. Hier haben wir dasselbe Problem mit den Sonderkarten. Ghoul, Cirilla, Geralt. Ups. Verbrennenkarte noch rein. Bei Nilfgaard ist ähnlich. So. Aber mit welchem Deck spiele ich jetzt? Nilfgaard ist mittlerweile auch nicht mehr so schwach. Ist eigentlich... Man könnte auch mal mit den Scoia'tael spielen. Die sind aber, glaube ich, wirklich ganz anders. Da muss ich mal gucken. Die Stärke von denen ist ja, dass sie diese Rekrutierungsgeschichten haben. Und gerade bei denen habe ich bisher noch nicht unbedingt mehrere. Ich glaube, die sind noch nicht so stark, die Scoia'tael. Monster geht noch nicht. Nilfgaard könnte man machen, aber ich glaube, ich spiele einfach lieber die grünen nördlichen Königreiche. Das ist einfach eher mein Ding. So, gutes Wetter brauche ich nicht. Der Rest sieht ganz brauchbar aus. Ja, dann belassen wir es dabei. Als allererstes hole ich mir selbstverständlich eine neue Karte. Oder zwei. Ja, das ist gut. Er holt sich auch neue Karten. Was sehr schön ist, weil ich gerade eine Findenkarte aufgenommen habe. Mit der ich mir die auch holen kann. Okay. Das schaut sich meine Karten an. Wir holen uns noch mehr. Oh, ich kann mir sogar noch mehr Karten holen hier. Das ist doch gut. Dann lasse ich ihn wahrscheinlich die Runde einfach gewinnen. Und habe dann für die restlichen zwei Runden richtig viele Karten. Okay, reinfahren. Tja, 20 ist es schon nicht mehr so leicht zu überbieten. Können wir ihn dazu bringen, dass er noch ein bisschen mehr spielt? Vielleicht indem wir Soltan einmal
ausspielen. Ja, er versucht, glaube ich, wirklich auf Biegen und Brechen diese erste Runde zu gewinnen. Auch dann soll er das machen, also... Soll er ruhig machen, ich habe 4 Karten mehr als er. So, was macht er jetzt? Er spielt Menno Kobelhorn als erstes. Er holt sich damit noch eine. Holt sich noch mehr Karten. Okay. Ja, war nicht unclever. Überlege ich noch, ob ich mir die noch wiederhole, aber auf jeden Fall werden wir uns erstmal hier den hier ranholen. Verbrennt er mir direkt. Wow. Alle 4 auf einmal. 3. Das war kein schlechter Move. Na gut, dann müssen wir jetzt mal eine Heldenkarte spielen. Hilft ja nix. Leto von Guleta. Hat er leider auch noch. Ich werde mal einen Tribox spielen. Er passt. Mit 5 käme ich drüber, das heißt, Sheila reicht uns schon. Sehr gut. Dann bekomme ich noch eine Karte. Verbrennenkarte. Wer weiß, ob die uns nützt. Womit fangen wir an? Erstmal mit ihm hier. Weil gegen die kann er nichts ausrichten. Okay, er hat einen schweren Feuerskorpion. Den kann ich ihn ja schon mal gleich verhageln, indem ich die Verbrennenkarte einsetze. So. Ja, aber leider kann er sich den wiederholen. Aber er holt sich einfach noch mehr Karten. Okay, damit sind wir wieder ausgeglichen. Ich probiere es erstmal ohne. Also ohne mir weitere Karten zu holen. Wir spielen jetzt die Balliste. Oh, der ist nicht ohne, also der hat echt heftige Karten hier. Merkt man schon. Boy. Ja, er hat viele Verbrennenkarten offenbar. Mit Fringilla kommt er bei uns auch nicht rüber. Wir machen mit Rittersporn weiter. Das bringt uns auch ordentlich nochmal was. Klärende Kälte, es war so klar, dass er wieder sowas bringt. Tja, dann werde ich jetzt das Katapult spielen. Horn des Kommandanten hat er hier. Ich habe ja noch Volltest. Na, das hilft uns jetzt ja auch ein bisschen. Jetzt ist die Spannung groß. Kann das schaffen, mit 2 Karten mich noch zu schlagen? Mit einer Karte? Schwierig. Ich spiele mal Willen Tretenmert erst. Nausicaa-Kavallerie. Aber selbst damit kommt er nicht drüber. Sehr gut. Souverän besiegt. Wenn auch, na, so souverän war es eigentlich gar nicht. Das war durchaus knapp, muss ich schon sagen. Das ewige Feuer mag uns beschützen, aber ein Hexer ist auch... So, Endriage. Aha, sieht da, wir haben gegen den noch nicht gewonnen. Also. Nächster Streich ist dann... Die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Mortimer, oh Gott, jetzt haben wir erstmal die Männer von Hurensohn, die ich hier nochmal besiegen muss. Na? Eigentlich wollte ich gerade erzählen, dass ich zum nächsten Faustkampf wollte, aber offenbar sind die Männer von Hurensohn ihm bis über den Tod hinaus ergeben. Echt krass. So. Also, der eiserne Mortimer
gehört. Das ist, glaube ich, irgendein Hauptmann. Mal gucken, was der kann. Hier. Wo ist er denn? Wer ist denn der Mortimer? Das ist er, Hauptmann der Wache. Buchmacher. Ich bin Geralt von Riva. Spielt keine Rolle, wie man dich nennt oder wo du herkommst. Es zählt nur, ob du bereit bist, gegen Hauptmann Mortimer zu kämpfen. Ja. Wer organisiert diese Kämpfe? Solche Turniere finden seit Ewigkeiten in Skellige, Velen und Novigrad statt. Jede Region hat einen eigenen Meister. Der von Novigrad ist der Schneider. Besiege Mortimer und du darfst den Meister herausfordern. Na dann. Sind wir doch sowas von bereit. 95 ist der Einsatz hier maximal. Da bin ich auch gespannt. Fangen wir an. Kämpft. Okay. Mal gucken, wie hart er ist. Wow, wow. Ja, schnell ist er auf jeden Fall. Aua, oh, Alter. Der hat jetzt hier meine Benommenheit eiskalt ausgenutzt. Aus dem Weg, bevor er den Gegengrandangriff startet. Aua, aua. Oh, scheiße, ey. Also wenn er mich erwischt, bin ich ganz schnell weg, glaube ich. Lang lebe der König! Okay. Das ist jetzt hier gerade angebracht, ja. Lang lebe der König. Okay, aus dem Weg. Aus dem Weg. Er nähert sich wieder. Wenn man im richtigen Moment angreift, hat man gute Chancen, dass man ihn trifft. Und wieder zurück. Und wieder treffen. Okay, er ist zweimal ausgewichen. Schlechte Idee. Ja. Schlechte Idee. Los. Jawohl. No, das ging doch eigentlich ganz gut. Der Anfang war ein bisschen holprig, aber... Geralt von Riva besiegt Hauptmann Mortimer. Sieh hier deinen Preis, Meister. Du hast die Ehre verdient, den Meister von Novigrad herauszufordern. Doden, den Schneider. Du findest ihn in Fernek. Dort findet nach Sonnenuntergang auch der Kampf statt. Okay. Sind wie Nekrophagen. Alles klar. Damit haben wir das geschafft. Dann haben wir nur noch einen letzten in Ferneck. Das ist natürlich wieder außerhalb von Novigrad. Hier. Haben wir jetzt sonst noch irgendwas? Ja, da fällt mir noch was ein. Und zwar gab es hier noch eine Schatzsuche, wenn ich mich richtig erinnere. Mit der Katzenschule. Das ist direkt hier um die Ecke. Das werden wir uns jetzt noch anschauen. Also ihr merkt schon, es ist gar nicht so leicht, hier irgendwie mal nach Skellige zu kommen. Es gibt immer noch so viel zu tun, was man machen kann. Aber, ja. Wir probieren es einfach. Das ewige Feuer mag uns beschützen. Das ist jetzt irgendwie... hier? Nee, oder? Das würde mich jetzt doch sehr wundern, wenn das hier drin wäre. Das ist ein bisschen zu offen zugänglich, würde ich meinen. Vielleicht auf der anderen Seite des Gebäudes. Ja, ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Hier vielleicht drüber? Ja, soweit, so gut. Wo sind wir denn hier eigentlich? Sieht aus wie eine Bar. Kann ich hier irgendwo auch wieder raus? Ist keine Tür, ne? Ach komm. Gehen wir hier mal hoch. Ach, Rico sitzt immer noch hier. Ach hey. Das war... Stimmt, das war Hurensohns Versteck. Oder wie? Stimmt. Wir waren hier schon mal. Wir haben den hier erwischt. In seinem Casino ist das. Aber dass Rico immer noch da sitzt, ist ja auch ein bisschen traurig, oder? Also... Hat nicht mal längst jemand mal versucht zu befreien?
Wie komme ich da hin? Also der meint hier lang, ja? Der meint schon, dass ich hier durchkomme. Hä, das kann doch gar nicht sein, dass das hier drin ist. Ist hier doch noch irgendwie ein Weg nach draußen? Oder muss ich hier irgendwie drüber klettern? Das ist vielleicht gar nicht die dümmste Idee, die ich haben kann. Kommt man da irgendwie hoch? Und dann da drüber? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oh. Ist mir die Tür aufgetreten? Eigentlich wollte ich nur, dass er auf die Kiste drauf springt. Nee, aber es klappt nicht so richtig, ne? Okay, da sind wir schon mal offenbar. Nee, aber es... Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Es ist zwar verdächtig, dass ich da einfach hochkomme. Aber wie komme ich da weiter? Au, sagt Geralt. Also ich glaube sowieso nicht, dass das irgendwie richtig sein kann. Ich glaube vielmehr, dass ich da irgendwie andersrum rein muss. Okay. Also dieser Hinweis hier, der kommt mir doch ein bisschen falsch vor. Gucken wir mal, ob ich hier um die Ecke irgendwie rumkomme. Ich muss pissen wie ein Stier. Ja, da geht's aber nirgendwo lang, ne? Was ist, grauer Junge? Hier soll vielleicht? Ich habe deiner Frau vertraut. Ich war bereit, zeig uns, Rechte, was du dabei hast. Okay, schon besser. Ja, kann sein. Manche leben noch, wenn ich sie ins Feuer werfe. Da irgendwie? Keine lebende Seele ohne Schein passieren darf. Kommt man hier rein? Ja, hier kommt man rein. Aha! Hier soll ich durch? Da bin ich doch nur wieder auf der anderen Seite. Da will ich doch gar nicht hin. Oder? Oder will ich das? Das ist abgeschlossen. Kreditei. Verstehe ich nicht. Hier geht's ja rund. Oh, das ist doch hier drin. Kann ich hier irgendwie durchs Fenster durch? Nee, ne? Hä? Ich bin verwirrt. Ich meine, das muss jetzt wirklich... Moment. Direkt dahinter sein. Hier hat er irgendwie eine Lupe angezeigt. Kann ich hier mit Art draufhauen oder so? Also nicht in diese Richtung, wenn überhaupt. Nee. Aber das muss direkt hier daneben sein. Was haben wir denn hier draußen? Sehe ich hier irgendwas, was mir irgendwie helfen könnte? Da ist irgendwie so eine Blume. Das kann doch nicht sein, dass das hier... Hä, wo soll denn das sein? Okay. Hier geht's ja rund. Ja, wenn du meinst. Gehen wir es hier nochmal rum. Die andere Seite. Ich hasse die verdammten Huren. Dieser Vielen Dank. Hier? Geralt. Manche leben noch, wenn ich sie hier. Die Befehle lauten, dass keine Seele hier. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ach so, das war jetzt erstmal nur der Hinweis, dass hier was ist, ja? Okay. Dann gucken wir mal, wenn ich hier hoch... Kann ich hier hochgehen? Nee, auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Der holt immer die Leit. Ja, tut er. Aber jetzt gibt es so viel Arbeit, dass wir Schichten schieben. Die Feuer im Krematorium brennen... Da kommt man rein, auf jeden Fall. Was habt ihr denn da Feines? Eine Kerze?
irgendwie glaube ich ja nicht, dass die armen Städter... Doch, die haben das hier. Verbessertes Katzensilberschwert. Ist ja einfach hier mit drin? Leute, das ist doch super viel wert. Was ist los mit euch? Okay, also das andere wäre hier. Die Verbesserung für die Stiefel. Das ist mir jetzt ein bisschen zu weit weg. Aber die Verbesserung, die wir haben, die können wir natürlich dann auch vielleicht nutzen. Weiß gar nicht, was für ein Level hatten das? Das war jetzt, war das Silberschwert? Oder war es das? Doch, verbessertes Silberschwert. Okay, Level 23. Ist noch ein bisschen über unserem Level. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das sowieso noch viel zu gut für uns ist. Na gut. Springen wir hier wieder runter. Immerhin, wir haben den Schatz gefunden. In dem Fall würde ich sagen, dass wir jetzt mal hier zum Platz des Hierarchen zurückkehren. Wir versuchen ein paar Sachen zu verkaufen. Mal gucken. Die Richtung. Und schon wieder irgendwelche Leichen hier. Warum musste sich dieser Magier ausgerechnet in meiner Gasse in die Luft jagen? Dieses Haus. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ein größerer Lohn. Almosen für die Armen. Puh. Ja. Wollen wir vielleicht auch noch irgendwie das Schwert ziehen? Wie wäre es, Geralt? So, der erholt sich hier schon wieder. Bam. Oh, unser Schwert muss repariert werden. Ist ja ein gutes Timing. Weil ich es sowieso zu einem Schmied wollte. Ah. Ist das hier in der Richtung? Müsste eigentlich, ne? Ihr sagt so ein bisschen da... Aufwärts. Das ewige Feuer beschützt uns und vertreibt die Monster. So, da ist doch der Platz des Hierarchen. Und da ist auch der Rüstungsschmied nicht weit. Ah, ja. Die weiß. Schön weit. Vor allem Grimoires und blasphemische Schriften über die heilige Flamme. Hier. Pass auf, wo du hintrittst. Guten Tag. Erstklassige Schwerter. Mhm. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ja, eigentlich habe ich natürlich hauptsächlich Schwerter wieder zu verkaufen. Aber die Kapitänsstiefel können wir ihm auch verkaufen. Dann würde ich sagen, reparieren wir erstmal unsere Ausrüstung. Und zwar das Schwert hier. Dieses Schwert. Die Katzenrüstung ist auch schon ganz schön mitgenommen. Das muss man schon sagen. Die Stiefel gehen noch. Ja. So. Tja, also rüstungsmäßig können wir jetzt hier gerade nichts verbessern, glaube ich. Aber beim Schwert natürlich. Bis dann. Und der Schwertschmied ist ja hier nur um die Ecke, wie wir wissen, mittlerweile. Da müssen wir ja einfach nur hier runter. Lasst uns zum ewigen Oder? Feuer beten, dass es unsere Gebete erhört. Ewiges Feuer. Moment, wo sind wir denn hier? Jetzt bin ich bei der falschen Seite raus. Ich muss hier rechts rum. Oh, guten Tag, Vivaldi. Hier, oder? Nicht mehr sehen. Ja. Ja. Jetzt hier einmal links rum. Der ist schon wieder nicht da. Muss ich jetzt wieder ein Stückchen weggehen, damit der wieder spawnt, ja? Lang lebe Geralt von Riva, unser Retter. Ah. Wer ruft das hier? Weiß man nicht, ne? Ein Kunde mit
Verstand wird sofort sehen, dass meine Güte. Da ist noch ein Kaufmann. Was hat er? Willkommen. Was hat er denn? Was hast du denn da? Der hat Zutaten, was ich natürlich gar nicht schlecht finde. Hat er denn irgendwas, was ich unbedingt brauche? Ja, die Pusteblumen. Ich glaube, da brauchte ich so zwei noch von. Dann... Arenaria kaufe ich jetzt einfach auch mal. Einmal Büffelgras finde ich auch gut. Aber das meiste davon habe ich selber schon. So, auf Wiedersehen. Bis dann. Ist er jetzt da, der Schmied? Ja, jetzt scheint er da zu sein. Ist mal ein bisschen blöd, dass man da immer ein bisschen warten muss, bis er da ist. So. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Ja. Ja. Was hast du im Angebot? In gewisser Weise schon. Also erstmal hätte ich hier so ein paar dämliche Schwerter, die wir ohne weiteres loswerden können. Er hat kein Geld mehr, um das zu kaufen. Aber wir wollen ja auch noch unsere neuen Schwerter haben. Das Silberschwert der Katzenschule hätte ich gerne. Und natürlich auch das Stahlschwert. So. Hat er jetzt mehr Geld? Ja, das zählt tatsächlich dazu. Das ist natürlich erfreulich. Dann kann er davon gleich unsere anderen blöden Waffen kaufen. Ich glaube, der hat noch die ganzen anderen Sachen, die wir ihm auch schon verkauft haben. Das ist echt nicht wenig. Cool. Bis dann. Damit ist unsere Katzenrüstung ziemlich komplett. Ich werde natürlich gleich mal unsere neuen Schwerter ausrüsten. Hier. Noch besser gerüstet. Und was ich jetzt auch mal gerne machen würde, ist, dass ich mir ein paar Glyphen hier einarbeite. Wir haben so viele davon. Jetzt lass mal schauen, was haben denn die schon für Sachen? Chance auf Bluten. Und hier Art, Zeichen, Intensität und auch Chance auf Bluten. Okay. Also, bei menschlichen Gegnern finde ich so eine Rüstungsdurchbohrung eigentlich nicht verkehrt. Und bei den Monstern so ein bisschen Verbrennenschance fände ich gut. So, auch bei unserer Rüstung können wir ein bisschen was anwenden, zumindest beim Oberkörper. Was haben wir denn? Zeichenintensität. Quenzeichenintensität würde uns ja mehr Schutz bieten, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja. Dann würde ich nämlich jetzt mal so ein Quen-Ding einsetzen. Wow. Okay. Sehr schön. Ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge mit diesem Faustkampf beschäftigen und vielleicht auch noch mit Hattori. Und ich hoffe mal, dass wir dann wirklich so weit sind, dass wir nach Skellige können. Bis dann, macht's gut, eure Miri.